Heute stellen wir dir ein Tool vor, mit dem du ein Glücksrad individuell gestalten und es zum Beispiel in deiner Videokonferenz einsetzen kannst. Und zwar ist das die Plattform WordWall. Die Plattform ist so ähnlich aufgebaut wie Learning Apps, also bietet einem viele Möglichkeiten für interaktive Spiele, Quizformen oder Rätsel. Diese sind zwar wesentlich schöner designt als die Learning Apps, WordWall hat aber einen entscheidenden Nachteil. 5 Aktivitäten sind kostenlos, aufwärts muss man dafür zahlen. Und dabei werden auch bereits gelöschte Aktivitäten gezählt. Pass da also auf, wenn du deine ersten Aktivitäten erstellst. Du kannst deine Aktivitäten natürlich beliebig oft nachbearbeiten, aber nicht die ursprüngliche Art verändern. Manchmal speichert WordWall auch eine geänderte Aktivität unter einem neuen Namen, was dann wieder eine neue Aktivität darstellt. Wenn deine 5 Aktivitäten voll sind, musst du entweder ein Abo abschließen oder du erstellst mit einer neuen E-Mail-Adresse ein neues Konto. Schauen wir uns jetzt aber mal das Glücksrad genauer an. Das gibt's bei Learning Apps nämlich in dieser Form nicht, eignet sich aber aktuell wunderbar, um die eigene Videokonferenz mit den SchülerInnen etwas aufzulockern. Du gehst dafür auf Aktivität erstellen, beziehungsweise ich gehe auf Aktivität bearbeiten, weil ich bereits etwas vorgearbeitet habe. Hier kannst du dir dann den Titel des Glücksrads ausdenken und dazu noch unter Anweisung angeben, was in der Mitte des Glücksrads sein soll. Weiter unten kannst du dann bis zu 50 Felder in das Glücksrad einfügen, mit Fotos versehen und einen Text dazu notieren. Ich zeige dir hier das kurz mal am 12. Element. Du kannst dir hier aussuchen, ob du ein Bild aus der Bing-Bildersuche einfügen möchtest oder lieber ein eigenes hochladen willst. Ich würde hier gerne noch die Aktivität Buch balancieren dazu nehmen und wähle dafür das passende Bild aus. Die Cliparts habe ich dir im Beitrag verlinkt, bei genauerer Erwähnung müsste ich dieses Video hier bestimmt als Werbung kennzeichnen, man kennt das. Dann geben wir dem Ganzen noch einen Namen, bei Bedarf kannst du hier noch ein bisschen was an der Schrift verstellen oder ein Symbol einfügen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Hier kannst du jetzt unter 5 verschiedenen Layouts wählen, mein Favorit die TV-Spielshow. Das ist mit entsprechenden Audios noch dazu ansprechend unterlegt. Wenn du auf Starten gehst und den Bildschirm vergrößerst, kann es auch schon losgehen. Du drehst entweder auf dem entsprechenden Button oder mit deinem Mauszeiger bzw. mit dem Finger auf dem Tablet. Unterhalb des Glücksrads stehen dir dann noch 2 Möglichkeiten zum Teilen mit deinen SchülerInnen zur Verfügung. Da bei diesem Tool keine Einzelergebnisse erzielt werden können, gibt es keine Option zum Teilen mit der Klasse. Aber du kannst es, wenn gewollt, veröffentlichen, damit KollegInnen das Glücksrad spielen und konfigurieren können. Weiter unten kannst du dann noch die Drehgeschwindigkeit einstellen und auswählen, ob die Elemente nach jeder Runde getauscht werden sollen. Was ich dir sehr empfehle, es minimiert einfach die Wahrscheinlichkeit für eine Doppelung. So, jetzt drehen wir nochmal eine Runde und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, wir konnten dir ein cooles Tool nicht nur für deine Videokonferenz zeigen. Und sehen uns beim nächsten Beitrag wieder. Macht's gut und ciao.